Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Lasst uns in der Stille beten. Liebe Gemeinde, haben Sie außer diesem Gottesdienst in dieser Adventszeit schon "Macht hoch die Tür" gesungen? Natürlich. Sicher, heute ist der vierte Advent und da ist dieses so bekannte Adventslied sicher schon mehr als einmal dran gewesen. Wahrscheinlich ist es sogar eins der meistgesungenen Adventslieder überhaupt. Und wir kennen es, macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es ist schon eine schöne Sache, wenn das Tor offen ist. Wenn ich mit dem Auto nach Hause komme und nicht erst anhalten muss, aussteigen muss, die eine Seite des Tores öffnen, die andere Seite des Tores öffnen, dann wieder einsteigen. Nein, es ist schon eine schöne Sache, wenn schon jemand das Tor geöffnet hat, für mich geöffnet hat und ich gleich durchfahren kann. Dann fühlt man sich gleich richtig auch willkommen, wenn man hineinfahren kann. So sollen wir es auch in der Adventszeit mit Jesus tun. Ihn bereit und offen empfangen. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Inzwischen ist es bei uns ganz oft so, dass das Tor offen ist. Nicht, weil einer den anderen so willkommen empfängt, nein, sondern aus Trägheit, es wieder zuzumachen. Weil es einfach so bequemer ist. Es ist einfach, es einfach offen stehen zu lassen. Wenn man dann kommt, dann ist es eben noch offen. Naja, das ist praktischer und leichter. Man kommt ja sowieso wieder zurück und dann ist das Tor eben einfach noch offen. Macht hoch die Tür macht weit. Am vierten Advent. Und ich habe die Befürchtung, dass wir es mit unserem Glauben vielleicht auch an manchen Stellen so machen. Wir lassen das Tor gleich offen. Das ist einfacher. Es gibt Dinge im Leben, die haben wir so eingerichtet und die laufen eben auch so ganz selbstverständlich, vielleicht sogar automatisch ab. Ganz selbstverständlich, weil das alles so das Sinnvollste ist, wenn man es so macht. Das ist bei vielen Dingen auch ganz gut so, so wie bei dem offen gebliebenen Tor. Aber so kann Glaube nicht funktionieren. So kann Glaube nicht funktionieren, weil Miteinander so nicht funktioniert. Das ist doch kein Willkommen heißen, wenn das Tor sowieso schon offen steht, weil es einfach immer so ist. Und ich denke, das Problem unserer Adventszeit sind all die Dinge, die wir schon immer in der Adventszeit so getan haben, und die, so wie das offen gebliebene Tor, die ihren eigentlichen Inhalt dann verloren haben. Wir können noch so viel Advents- und Weihnachtslieder singen. Wir können noch so viel Kerzen anzünden. Wir können noch so viel Engel aufstellen oder was auch immer Sie zu Hause so für die Advent- und Weihnachtlichkeit zu Hause tun. Wenn uns dabei nicht klar wird, so wie es in unserem Lied heißt, es kommt der Herr der Herrlichkeit, wenn uns das nicht klar wird, dann ist alles andere nur eine leere Hülle. Der Heiland aller Welt, so sagt unser Lied, der Heiland aller Welt kommt. Und da kann doch keine Gewöhnung einsetzen. Da kann ich doch nicht sehen, wie ich ihn vielleicht einfach am praktischsten empfange.
Ja, wo bekomme ich denn am besten Adventsstimmung her? Wie schaffe ich es mit den Weihnachtsgeschenken am unkompliziertesten und schnellsten? Wie kann ich alles am besten irgendwie in dieser Adventszeit unter einen Hut kriegen? Jesus muss ich nicht unter einen Hut kriegen. Jesus muss ich nicht in meinem Tagesablauf noch irgendwo einbauen. Jesus ist keine Stimmung, die ich mir von irgendwo holen muss. Der Heiland der Welt hat wo ganz anders seinen Platz. Nämlich dort hat er seinen Platz, wo ich seine Hoffnung annehme. Die Lebensfreude, die er mir schenkt. Das Vertrauen, dass er es gut machen wird. Dass ich in seiner Hand stehe und er mich nicht fallen lässt. Mich genauso wenig wie die, die zu mir gehören, um die ich mir Sorgen mache. Das getroste Wissen, dass weder mein Leben noch die Welt an mir hängt und meiner Tüchtigkeit. Dass die Welt und auch das Leben meiner Lieben nicht an meiner Fehlerhaftigkeit untergeht. Nicht an meinem Mangel oder an meiner Unzulänglichkeit. Das alles sagt mir mein Heiland. Und das alles wird mir gesagt durch den, der zu mir kommt in dieser Zeit. Und wenn ich mir das sagen lasse, wenn ich mir das sagen lasse, dann ist das das offene Tor, das sich immer wieder ganz neu öffnet. Wenn ich mir das sagen lasse, dann öffne ich mein Herz für den, der wirklich zu mir kommen will. Von Heil und Leben spricht die vierte Strophe, die wir nachher singen werden. Heil und Leben. Und wenn wir wissen, dass dieses Heil und Leben für uns ewig gilt, dann kann unsere Adventszeit auch heute schon froh werden. Wenn wir wissen, dass Heil und Leben für uns nach dem Tod bereitstehen, dann kann auch jetzt vor dem Tod, unsere Zeit aus Heil und Leben bestehen. Und wer das weiß, wer weiß, ich darf jetzt fröhlich sein, weil Jesus mir die ewige Freude schenkt. Wer das sich sagen lässt, das ewige Freudenlicht will heute deinen Tag hell machen. Wer sich das sagen lässt, der wird merken, dass man sich daran gar nicht gewöhnen kann. In Jesus unseren Heiland zu sehen, das ist eine Freude immer wieder neu. Das ist Erlösung immer wieder neu. Jesus als unseren Heiland anzunehmen, das ist ein Frohsein, das immer neu kommen wird. Ein Frohsein, das nicht verblasst. Ein Frohsein, das uns führen will bis zur Himmelstür. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.